Die Maya opferten Jungen. Chichen Itza in Mexiko zieht jährlich rund 2 Millionen Besucher an. Doch hinter den Ruinen verbirgt sich ein düsteres Geheimnis. Vor etwa 1000 Jahren wurden hier von den Maya rituelle Kindermorde begangen. Untersuchungen des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie haben ergeben, dass die Opfer meist Jungen im Alter von 3 bis 6 Jahren waren, oft Zwillinge. Sie wurden brutal mit Messern, Speeren und Äxten getötet und ihre Überreste in unterirdische Kammern, sogenannte Chultuns, geworfen, die als Eingang zur Unterwelt galten. Die Maya glaubten, dass das Blut ihrer Opfer eine mächtige Nahrung für die Götter darstellte. Im Gegenzug erhofften sie sich Regen und fruchtbare Felder. In Chichen Itza sind noch heute Steinplatten, sogenannte Zompantli, mit Abbildungen von Schädeln der Getöteten zu sehen. Im Jahr 1967 wurden in einer Höhle nahe des heiligen Cenote die Überreste von über 100 Kindern entdeckt. Eine genetische Untersuchung von 64 dieser Überreste ergab, dass es sich bei allen um Jungen handelte, darunter 2 Paare eineiiger Zwillinge. Ein Viertel der Kinder waren nahe Verwandte und hatten die gleiche Ernährung, was auf eine gezielte Auswahl von Opfern aus einer Familie hindeutet. Zwillinge spielten eine besondere Rolle in der Mythologie der Maya. Und das Opfern von Zwillingen war ein zentrales Thema in der heiligen Schrift Popol Vuh. Über 500 Jahre hinweg, von 600 bis 1100 nach Christus, fanden blutige Rituale statt, die ein schreckliches Erbe in der Geschichte von Chichen Itza hinterließen.